und herzlich willkommen zu einem neuen Handyvergleich von aeromobile.de. Mein Name ist Andreas Seger, Stefan Schomberg sitzt hier immer neben mir und wir haben uns heute zwei Handys auf einmal angeschaut, nämlich das Nokia N85 und das Samsung i8510 Innovate. Stefan, gleich die obligatorische erste Frage an dich. Kann man die Dinger denn überhaupt miteinander vergleichen? Ja, würde ich auf jeden Fall bejahen. Das sind beides ähnliche Geräte von der ganzen Konzeption her. Beides S60-Smartphones, beides Slider und der offensichtlichste Unterschied ist hauptsächlich mal die Kamera, die beim Samsung 3 Megapixel größer ausgefallen ist, also 8 Megapixel hat und nicht so wie beim N85 halt eben die 5 Megapixel Kamera. Ja, aber wir werden uns jetzt mal genauer im Detail anschauen, was diese beiden Handys miteinander verbindet und was sie voneinander unterscheidet und dann wird sich am Ende ein eindeutiger Sieger finden, denke ich. Genau, wir fangen einfach mal an mit Design, Verarbeitung, Formfaktor. Wenn die beiden Geräte so nebeneinander liegen, dann sieht man schon auf den ersten Blick, das Innovate ist deutlich größer und zwar in allen Längen- und Breitenrichtungen, fast 11 cm hoch, 5,5 cm breit und 17,2 cm in der Tiefe. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn man das Innovate in die Hand nimmt, dann fühlt es sich unglaublich edel an. Samsung verwendet nämlich fast ausschließlich Metall für das Gehäuse. Leider sieht man es dem Gerät nicht an, weil Samsung das Aluminium schwarz lackiert und so sieht es dann ein bisschen aus wie Kunststoff. Während das Innovate aussieht wie Plastik oder Kunststoff, ist das Nokia leider auch ein richtiger Plastikbomber. Nokia benutzt nämlich hierbei ausschließlich Kunststoff und das in allen Bereichen. Ein großer Vorteil gegenüber dem Innovate sind hier diese Sondertasten, die man hier schön sehen kann. Die sind zum Spielen da und auch für den Musikplayer zum Beispiel. Aber leider leidet zum Beispiel bei den Navigationstasten und bei den umgebenden Sondertasten so ein bisschen die Qualität. Da hätte Nokia eigentlich das deutlich besser machen müssen. Die Tasten am Innovate sind in jeder Hinsicht besser. Und wie ich hier gleich schön sehen kann, ich habe hier so eine Kameramodus-Taste. Da kann ich zwischen Kamera, Videomodus und auch zur Bildergalerie bequem wechseln. Also das ist schon ein bisschen wie bei einer Digitalkamera. Während die 5 Megapixel vom Nokia wirklich nicht schlecht sind, ist das Samsung Innovate kameratechnisch absolut brillant. 8 Megapixel verrichten hier den Dienst und eine Menge anderer technischer Spielereien wie eine Wide Dynamic Range Technologie. Leider baut Samsung halt nur einen LED-Blitz ein, da hätte ein Xenon-Blitz richtig gut getan. Der Blitz ist aber trotzdem ausreichend hell, um auch entferntere Objekte noch zu beleuchten. Stefan hat es schon angesprochen, es gibt wirklich zahlreiche Einstellungen am Gerät. Die finde ich auch am N85, aber eine 5-Megapixel-Kamera kann einfach nicht mit einer 8-Megapixel-Kamera mithalten. Da muss sich das N85 deutlich gegenüber dem Innovate geschlagen geben. Der Blitz vom N85 ist nur knapp schlechter als der vom Samsung Innovate, macht sich also auch relativ gut. Auffällig ist hierbei schon wieder bei Nokia, dass auch diese Kamerataste extrem unpräzise ist und dass man die teilweise so extrem in das Gehäuse drücken muss, dass man dann auch schnell ein Bild mal verwackeln kann. Aber als reiner Digicam-Ersatz für Urlaub oder auch Alltag reicht die Kamera des N85 auf jeden Fall aus. Kommen wir einfach mal zur Musik und dabei sind sich die beiden Geräte natürlich sehr ähnlich. Beide sind S60-Geräte, hatten wir ja schon erwähnt, und dementsprechend sind es auch S60-Player. Gibt es da wesentliche Unterschiede? Ja, also die Hersteller haben ja immer die Möglichkeit, da ein bisschen an S60 rumzuspielen und da so eigene Kleinigkeiten reinzubauen, sage ich mal. Bei Samsung zum Beispiel wird mir so eine Spiegelung des Coverarts angezeigt, das ist so ein netter, hübscher Effekt. Dafür fehlen mir aber in der Musikbibliothek dann erweiterte Kategorien, Genres, zum Beispiel Podcast, die sind da nicht mehr drin. Die habe ich dann beim N85 und beim N85 kann ich mir auch zum Beispiel ein Coverart direkt auf dem Handy selber editieren. Also ich kann da ein eigenes Foto oder ähnliches einfügen. Und was man beim N85 auch nicht vergessen darf, ich habe hier so eine schönen seitlichen Player-Tasten und da kann ich den Musikplayer natürlich ganz bequem aus der Hosentasche raus bedienen. Das fehlt dem Samsung-Handy. Mhm. Beim Sound sind die sich zwar theoretisch sehr ähnlich, haben wir ja schon gesagt, es sind halt die gleichen Player, aber es bieten sich dann doch Unterschiede und zwar ganz klare Art, dass Samsung hat tatsächlich den besseren Sound. Also beide haben natürlich einen Equalizer, den ich frei einstellen kann, beide haben viele Klangpresets. Und einen 3,5 mm Klinkenanschluss darf man auch nicht vergessen, also da passt jeder Kopfhörer rein. Sollte man auch nutzen, denn die Kopfhörer sind beide nicht so toll, die dabei sind. Das Original-Kabel-Headset ist nicht so toll. Etwas besser das noch von Samsung, aber auch nicht wirklich gut. Wenn man dann halt einen richtigen Kopfhörer anschließt, dann ist der Sound nochmal deutlich besser. Und dann ist das Samsung noch etwas brillanter, wenn auch nicht super, sag ich mal, also nicht wirklich top. Also gibt es deutlich bessere Geräte. Aber welche im Vergleich, denn zum Beispiel? Naja, wenn du zum Beispiel die Sony Ericsson-Geräte anschaust, das W902 zum Beispiel, ist ja recht. Also recht da kommen die nicht ran, sozusagen. Nein, auf keinen Fall. Aber das ist so für den normalen Alltag, das ist durchaus gut zu gebrauchen. Da Samsung ist noch mal einiges lauter. Okay, gut, dann machen wir mal weiter mit Internet.
Wenn man sich das Internet mal anschaut auf beiden Handys, sieht man natürlich sofort, dass beides S60-Geräte und dementsprechend auch S60-Browser benutzen. Leider kommen diese S60-Browser inzwischen nicht mehr an Opera 9.5 zum Beispiel ran, sind aber immer noch ganz gut, um gelegentlich mal ins Netz zu gehen. Beide Handys verfügen über einen Lage- und Beschleunigungssensor. Wenn ich sie drehe, dreht der Displayinhalt automatisch und auch sehr schnell ins Querformat. Der Vorteil beim Innovate liegt einfach im größeren Display. Auf den 2,8 Zoll surft es sich einfach noch ein bisschen besser als auf den 2,6 Zoll des N85. Wir haben es gerade schon kurz gesehen und jetzt ist er wieder hier im Bild, nämlich der sogenannte Z-Mode-Controller. Das ist ein Joystick, der über Bluetooth angeschlossen wird und auch mit dem N85 ausgeliefert wird. Und das ist ein absolutes Highlight bei diesem Gerät. Um den Joystick nutzen zu können, muss man zuvor ein Z-Key genanntes Programm aktivieren und darüber halt diesen Joystick mit dem Handy koppeln. Und danach kann man dann also nicht nur Spiele spielen, sondern auch, das haben wir auch gerade schon mal beim Internetbrowsen gesehen und jetzt hier wieder in den Menüs, auch halt navigieren. Genau, ich kann das ganze Handy mit dem Joystick steuern, hier zum Beispiel im Multimedia-Menü. Das führt mich übrigens direkt ins Engage-Portal und da sehe ich dann, wofür der Joystick eigentlich gemacht wurde, nämlich fürs Gaming. Nokia installiert 15 N-Gage-Spiele vor. Dies sind allerdings nur Trials. In Wirklichkeit habe ich nur eine Vollversion drauf. Und wir haben einfach mal System Rush angespielt. Und da sieht man schon, wo eine ganz große Stärke des N85 liegt, nämlich beim Gaming. Und mit dieser flotten 3D-Grafik, da macht es wirklich Spaß, über den Joystick dann mit dem Handy zu spielen. Da kann das Innovate leider nicht ganz mithalten. Es hat zwar einen verbauten 3D-Chip noch extra dabei. Es war ja auch das offizielle Handy der World Cyber Games 2008. Allerdings, naja, es basiert halt eben hauptsächlich auf Java. Es ist extra für Java-Spiele programmiert. Da hat es eine sehr gute Leistung, muss man ganz klar sagen. Nur die Spiele, die jetzt vorinstalliert sind, sieht man jetzt hier, laufen extrem flüssig und schnell, aber können mit den Spielen von Engage leider nicht mithalten. Ein Grund ist natürlich auch die einfache Steuerung über die Tasten, die macht bei Weitem nicht so viel Spaß wie mit dem Z-Mode. Naja, aber dafür machen die Spiele, wie gesagt, aufgrund dessen, dass sie einfach extrem flüssig laufen, doch Spaß. Tja, Andreas, hier hast du ja wohl ganz klar den Start verpennt, was? Stimmt, ich habe die Tasten gesucht, mit denen ich das Spiel bedienen soll. Da sieht man mal, welche Vorteile so ein Bluetooth-Joystick hat. Ja, wir sind jetzt schon am Ende angelangt und die klare Frage an dich, Stefan, welches Handy würdest du dir kaufen? Naja, also ich würde sagen, das N85 ist zwar der Preis-Leistungssieger, aber ich würde mir selber das Samsung Innovate kaufen. Es ist einfach wesentlich besser verarbeitet, super Materialwahl, also durch das so viele Metall zum Beispiel. Die 8-Megapixel-Kamera, die ich persönlich sehr interessant finde und die auch deutlich stärker ist als die vom N85. Also ich würde zum Samsung-Handy tendieren. Die Vorteile vom N85 sind, es hat einen FM-Transmitter, es ist kleiner, günstiger und hinzu kommt noch der Power-Akku und dieses stromsparende Display sorgen dafür, dass das Gerät viel länger durchhält als das Innovate. Also da liegen die Vorteile. Einen klaren Sieger kann man vielleicht jetzt nicht küren. Man muss einfach wissen, was man von einem Handy möchte und vor allen Dingen muss man schauen, wie viel Geld man in der Tasche hat. Damit machen wir jetzt Schluss und wir sehen uns wie immer wieder bei dem nächsten Handytest. Mehr Tests berichtige ich wie immer bei Area Mobile. Ciao. Haben wir uns zwei Handys auf einmal angeschaut. Das stimmt ja, das ist ja gar nicht immer. Wir fangen einfach mal an mit dem. Ja, wir haben uns jetzt mal. Amateur. Eine Spiegelung vom Coverart, aber das sind halt nur so Spiegeleien, hätte ich fast gesagt, Spielereien. Das war doch gut. Ja, wir sind jetzt schon am Ende angelangt und die Frage. Geräte hatten wir ja schon erwähnt, dementsprechend sind es auch R60 Player. Gibt es da wesentliche Unterschiede? Ja, also die Hersteller haben ja immer die Möglichkeit, da ein bisschen an S60 rumzuspielen und da so eigene Kleinigkeiten reinzubauen, sage ich mal. Bei Samsung zum Beispiel wird mir so eine Spiegelung des Coverarts angezeigt, das ist so ein netter, hübscher Effekt. Dafür fehlen mir aber in der Musikbibliothek dann erweiterte Kategorien, Genres, zum Beispiel Podcast, die sind da nicht mehr drin. Die habe ich dann beim N85 und beim N85 kann ich mir auch zum Beispiel ein Coverart direkt auf dem Handy selber editieren. Also ich kann da ein eigenes Foto oder ähnliches einfügen. Und was man beim N85 auch nicht vergessen darf, ich habe hier so eine schönen seitlichen Player-Tasten und da kann ich den Musikplayer natürlich
ganz bequem aus der Hosentasche raus bedienen, das fehlt dem Samsung-Handy. Beim Sound sind die sich zwar theoretisch sehr ähnlich, haben wir ja schon gesagt, es sind halt die gleichen Player, aber es bieten sich dann doch Unterschiede und zwar ganz klare Art, dass Samsung hat tatsächlich den besseren Sound. Ich kann, also beide haben natürlich einen Equalizer, den ich frei einstellen kann, beide haben viele Klangpresets. Und einen 3,5 mm Klinkenanschluss darf man auch nicht vergessen, also da passt jeder Kopfhörer rein. Sollte man auch nutzen, denn die Kopfhörer sind beide nicht so toll, die dabei sind. Das Original-Kabel-Headset ist nicht so toll. Etwas besser das noch von Samsung, aber auch nicht wirklich gut. Wenn man dann halt richtige Kopfhörer anschließt, dann ist der Sound nochmal deutlich besser. Und dann ist das Samsung noch etwas brillanter, wenn auch nicht super, sag ich mal, also nicht wirklich top. Also gibt es deutlich bessere Geräte. Aber im Vergleich, zum Beispiel? Naja, wenn du zum Beispiel die Sony Ericsson-Geräte anschaust, das W902 zum Beispiel, ist ja recht. Also da kommen die nicht ran, sozusagen. Nein, auf keinen Fall. Aber das ist so für den normalen Alltag, ist es durchaus gut zu gebrauchen. Da Samsung ist noch mal einiges lauter. Okay, gut, dann machen wir mal weiter mit Internet. Wenn man sich das Internet mal anschaut auf beiden Handys, sieht man natürlich sofort, dass beides S60-Geräte und dementsprechend auch S60-Browser benutzen. Leider kommen diese S60-Browser inzwischen nicht mehr an Opera 95 zum Beispiel ran, sind aber immer noch ganz gut, um gelegentlich mal ins Netz zu gehen. Beide Handys verfügen über einen Lage- und Beschleunigungssensor. Wenn ich sie drehe, dreht der Displayinhalt automatisch und auch sehr schnell ins Querformat. Der Vorteil beim Innovate liegt einfach im größeren Display. Auf den 2,8 Zoll surft es sich einfach noch ein bisschen besser als auf den 2,6 Zoll des N85. Wir haben es gerade schon kurz gesehen und jetzt ist er wieder hier im Bild, nämlich der sogenannte Z-Mode-Controller. Das ist ein Joystick, der über Bluetooth angeschlossen wird und auch mit dem N85 ausgeliefert wird. Und das ist ein absolutes Highlight bei diesem Gerät. Um den Joystick nutzen zu können, muss man zuvor ein Z-Key genanntes Programm aktivieren und darüber halt diesen Joystick mit dem Handy koppeln. Und danach kann man dann also nicht nur Spiele spielen, sondern auch, das haben wir auch gerade schon mal beim Internetbrowsen gesehen und jetzt hier wieder in den Menüs, auch halt navigieren. Genau, ich kann das ganze Handy mit dem Joystick steuern, hier zum Beispiel im Multimedia-Menü. Das führt mich übrigens direkt ins Engage-Portal und da sehe ich dann, wofür der Joystick eigentlich gemacht wurde, nämlich fürs Gaming. Nokia installiert 15 Engage-Spiele vor, die sind allerdings nur Trials, in Wirklichkeit habe ich nur eine Vollversion drauf und wir haben einfach mal System Rush angespielt und da sieht man schon, wo eine ganz große Stärke des N85 liegt, nämlich beim Gaming und mit dieser flotten 3D-Grafik, da macht es wirklich Spaß, über den Joystick dann mit dem Handy zu spielen. Da kann das Innovate leider nicht ganz mithalten. Es hat zwar einen verbauten 3D-Chip noch extra dabei. Es war ja auch das offizielle Handy der World Cyber Games 2008. Allerdings, es basiert halt eben hauptsächlich auf Java. Es ist extra für Java-Spiele programmiert. Da hat es eine sehr gute Leistung, muss man ganz klar sagen. Nur die Spiele, die jetzt vorinstalliert sind, sieht man jetzt hier, laufen extrem flüssig und schnell, aber können mit den Spielen von Engage leider nicht mithalten. Ein Grund ist natürlich auch die einfache Steuerung über die Tasten, die macht bei Vibe nicht so viel Spaß wie mit dem Z-Mode. Naja, dafür machen die Spiele, wie gesagt, aufgrund dessen, dass sie einfach extrem flüssig laufen, doch Spaß. Tja, Andreas, hier hast du ja wohl ganz klar den Start verpennt, was? Stimmt, ich habe die Tasten gesucht, mit denen ich das Spiel bedienen soll. Da sieht man mal, welche Vorteile so ein Bluetooth-Joystick hat. Ja, wir sind jetzt schon am Ende angelangt und die klare Frage an dich, Stefan, welches Handy würdest du dir kaufen? Ich würde sagen, das N85 ist zwar der Preis-Leistungssieger, aber ich würde mir selber das Samsung Innovate kaufen. Es ist einfach wesentlich besser verarbeitet, super Materialwahl, also durch das viele Metall zum Beispiel. Die 8-Megapixel-Kamera, die ich persönlich sehr interessant finde und die auch deutlich stärker ist als die vom N85. Also ich würde zum Samsung-Handy tendieren. Die Vorteile vom N85 sind, es hat einen FM-Transmitter, es ist kleiner, günstiger und hinzu kommt noch der Power-Akku und dieses stromsparende Display sorgen dafür, dass das Gerät viel länger durchhält als das Innovate. Also da liegen die Vorteile. Einen klaren Sieger kann man vielleicht jetzt nicht küren. Man muss einfach wissen, was man von einem Handy möchte und vor allen Dingen muss man schauen, wie viel Geld man in der Tasche hat. Damit machen wir jetzt Schluss und wir sehen uns wie immer wieder bei dem nächsten Handytest. Wer testet, berichtige Zeit. Nokia benutzt nämlich hierbei ausschließlich Kunststoff und das in allen Bereichen. Ein großer Vorteil gegenüber dem Innovate sind hier diese Sondertasten, die man hier schön sehen kann. Die sind zum Spielen da und auch für den Musikplayer zum Beispiel. Aber leider leidet zum Beispiel bei den Navigationstasten und bei den umgebenden Sondertasten so ein bisschen die Qualität. Da hätte Nokia eigentlich das deutlich besser machen müssen. Die Tasten am Innovate sind in jeder Hinsicht besser. Und wie ich hier gleich schön sehen kann, ich habe hier so eine Kameramodus-Taste. Da kann ich zwischen Kamera, Videomodus und auch zur Bildergalerie bequem wechseln. Also das ist schon ein bisschen wie bei einer Digitalkamera.
Während die 5 Megapixel vom Nokia wirklich nicht schlecht sind, ist das Samsung Innovate kameratechnisch absolut brillant. 8 Megapixel verrichten hier in den Dienst und eine Menge anderer technischer Spielereien, wie eine Wide Dynamic Range Technologie. Leider baut Samsung halt nur einen LED-Blitz ein. Da hätte ein Xenon-Blitz richtig gut getan. Der Blitz ist aber trotzdem ausreichend hell, um auch entferntere Objekte noch zu beleuchten. Stefan hat es schon angesprochen, es gibt wirklich zahlreiche Einstellungen am Gerät. Die finde ich auch am N85. Aber eine 5-Megapixel-Kamera kann einfach nicht mit einer 8-Megapixel-Kamera mithalten. Da muss sich das N85 deutlich gegenüber dem Innovate geschlagen geben. Der Blitz vom N85 ist nur knapp schlechter als der vom Samsung Innovate, macht sich also auch relativ gut. Auffällig ist hierbei schon wieder bei Nokia, dass auch diese Kamerataste extrem unpräzise ist und dass man die teilweise so extrem in das Gehäuse drücken muss, dass man dann auch schnell ein Bild mal verwackeln kann. Aber als reiner Digicam-Ersatz für Urlaub oder auch Alltag reicht die Kamera des N85 auf jeden Fall aus. Kommen wir einfach mal zur Musik und dabei sind sich die beiden Geräte natürlich sehr ähnlich. Beide sind S60-Geräte. Und herzlich willkommen zu einem neuen Handyvergleich von aeramobile.de. Mein Name ist Andreas Seger, Stefan Schomberg sitzt hier immer neben mir und wir haben uns heute zwei Handys auf einmal angeschaut, nämlich das Nokia N85 und das Samsung i8510 Innovate. Stefan, gleich die obligatorische erste Frage an dich. Kann man die Dinger denn überhaupt miteinander vergleichen? Ja, würde ich auf jeden Fall bejahen. Das sind beides ähnliche Geräte von der ganzen Konzeption her. Beides S60-Smartphones, beides Slider und der offensichtlichste Unterschied ist hauptsächlich mal die Kamera, die beim Samsung 3 Megapixel größer ausgefallen ist, also 8 Megapixel hat und nicht so wie beim N85 halt eben die 5 Megapixel Kamera. Ja, aber wir werden uns jetzt mal genauer im Detail anschauen, was diese beiden Handys miteinander verbindet und was sie voneinander unterscheidet und dann wird sich am Ende ein eindeutiger Sieger finden, denke ich. Genau, wir fangen einfach mal an mit Design, Verarbeitung, Formfaktor. Wenn die beiden Geräte so nebeneinander liegen, dann sieht man schon auf den ersten Blick, das Innovate ist deutlich größer und zwar in allen Längen- und Breitenrichtungen, fast 11 cm hoch, 5,5 cm breit und 17,2 cm in der Tiefe, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man das Innovate in die Hand nimmt, dann fühlt es sich unglaublich edel an. Samsung verwendet nämlich fast ausschließlich Metall für das Gehäuse. Leider sieht man es dem Gerät nicht an, weil Samsung das Aluminium schwarz lackiert und so sieht es dann ein bisschen aus wie Kunststoff. Während das Innovate aussieht wie Plastik oder Kunststoff, ist das Nokia leider auch ein richtiger Plastikbomber.